Ich bin so toll, ich bin so schön, ich bin der Anton aus Tirol. Den Gesang konnte man sich leider echt nicht anhören. Die Admiral-Bundesliga in Österreich ruft und wir sind da. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Und jetzt mache ich das, was sonst seine Frau nur macht, seine zukünftige Frau. Ich bin so toll, ich bin so schön, ich bin der Anton aus Tirol. Das ist Marcello, 6 von 6. Applaus. Ja. Danke, Carsten. Danke, Carsten. DJ Carsten. DJ Carsten Ötzi. DJ Ötzi Carsten. DJ Ötzi Füß. Das finde ich gut. Nein, du sagst es natürlich. Der letzte Spieltag war perfekt gelaufen für mich. Ihr seht es hier nochmal in der Auswertung. 6 von 6 richtigen Tipps. Unter anderem auch die höchste Quote des Tages, nämlich diese 3:30 dafür, dass Hartberg in Salzburg das erste Tor erzielt. War richtig. Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu. Ihr braucht jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jeden Spieltag 6 von 6 treffen werde. Aber es war einfach mal schön zu sehen, dass tatsächlich 100% getroffen wurde. Und deswegen, Carsten, lass uns gleich loslegen, weil den Gesang konnte man sich leider echt nicht anhören. Ja, du bist wahrscheinlich sehr viel besser, aber das prüfen wir dann beim nächsten Mal. Austria Wien gegen den LASK. Ja, bei der Austria Wien mal wieder viele Hiobsbotschaften unter der Woche. Tiefrote Zahlen, die der Verein schreibt. Knapp -7 Millionen war das Wirtschaftsergebnis in diesem Jahr. Deswegen, ja, die Lizenz ist wahrscheinlich mal wieder in Gefahr für die kommende Saison. Und sportlich, Carsten, läuft es auch nicht gut. Das kommt noch erschwerend hinzu. Die Austria hat in 4 von 15 Partien nicht mehr als ein Tor erzielt. Also gerade offensiv haben sie extreme Probleme. In Summe haben sie gerade mal 14 Treffer markiert in der laufenden Saison nach 15 Spieltagen. Und 8 von diesen 14 Toren hat Andreas Gruber erzielt, ein Mittelfeldspieler. Und ansonsten hat nur noch Aslani doppelt getroffen und der Rest hat maximal ein Tor erzielt. Also offensiv geht wirklich gar nichts beim Team von Michael Wimmer. Zuletzt blieben sie auch wieder zweimal in Folge ohne Torerfolg. Und dafür kann man sich zwar auf die Defensive verlassen, aber es hakt einfach im Spiel nach vorne. Und jetzt geht es gegen den LASK und der ist traditionell defensiv eigentlich ganz gut unterwegs, haben erst 13 Gegentreffer kassiert, allerdings 11 davon in der Fremde. Auch das gilt zu berücksichtigen. Trotzdem ist der LASK meiner Meinung nach momentan sehr viel Formstärke, haben 13 Punkte aus den letzten 6 Partien geholt, haben allerdings am Donnerstagabend das Highlight noch vor der Brust in Liverpool an der Anfield Road, was natürlich dann auch nochmal sehr viel Kraft ziehen wird. Und deswegen gehe ich mal weg von der Wette auf dem Dreiwegmarkt und sage stattdessen zu einer Quote von 1,62. Austria Wien erzielt auch gegen den LASK maximal ein Tor. Blau-Weiß Linz ist ja durchaus ein überzeugender Aufsteiger aktuell in Österreich und die spielen gegen Sturm Graz. Sturm Graz macht da oben mit. Also der Kampf an der Spitze ist in dieser Saison durchaus spannend. Absolut, Carsten. Sturm Graz momentan auf Position 2 in der österreichischen Bundesliga, punktgleich mit RB Salzburg. Und wenn ich bei Austria Wien von negativen oder von Hiobsbotschaften gesprochen habe, dann gibt es bei Sturm Graz positive Meldungen zu verzeichnen. Denn Alexander Prass, ein ganz, ganz wichtiger Außenspieler von Sturm Graz, hat seinen Vertrag verlängert bis 2027. Und das ist insofern überraschend, als dass er mit 22 Jahren eigentlich ein sehr, sehr gutes Alter hat, um vielleicht nochmal eine höhere Aufgabe, eine größere Aufgabe anzunehmen. Zumal er der teuerste Spieler des Kaders ist, 7,5 Millionen Marktwert. Und im Sommer stand er bereits vor einem Wechsel nach Lorient, also nach Frankreich. Und jetzt hat man es tatsächlich geschafft, hier diesen Vertrag zu verlängern. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Zeichen an die Spieler, an die Fans der Verantwortlichen von Sturm Graz. Und ich glaube, dass Sturm Graz jetzt auch in Linz das Spiel nicht verlieren wird, weil sie einfach auswärts gut unterwegs sind, haben 5 von 7 Auswärtspartien gewonnen. Aber, und das gilt es auf jeden Fall nochmal festzuhalten, Blau-Weiß Linz, ein guter Aufsteiger, seit 5 Heimspielen ungeschlagen und 4-mal in Folge sogar zu Hause ohne Gegentor geblieben. Deswegen kombiniere ich hier das X2, also den Punktgewinn von Sturm Graz, mit dem unter 3,5 zu einer Quote von 1,72. Tirol empfängt Rapid. Ja, wir haben über die Austria schon gesprochen. Rapid ist auch nicht viel besser unterwegs. Na, nur ganz knapp besser. Ja, sie haben momentan etwas bessere Chancen, noch die Top 6 zu erreichen, die ja eben in die Meisterschaftsrunde gehen. Und das erste Spiel unter Robert Klaus, also dem neuen deutschen Trainer, haben sie gewonnen mit 1 zu 0. War noch sehr viel satt im Getriebe, haben sich sehr schwer getan gegen einen tiefstehenden Gegner. Die haben nicht die Lösung gehabt in der Offensive. Ich könnte mir vorstellen, dass das allerdings besser werden wird im Laufe der Zeit, weil ich von Robert Klaus als Trainer sehr viel halte. Torschütze bei diesem besagten 1 zu 0 in der letzten Woche gegen Blau-Weiß Linz war übrigens Marco Grüll. Und der könnte den umgekehrten Weg gehen. Denn der steht tatsächlich bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel, könnte deswegen im Winter oder spätestens im Sommer den Sprung in die deutsche Bundesliga wagen. Ist wirklich auch ein sehr interessanter Spieler. Das heißt,
Ja, würde ich mal gerne wissen, was ihr denkt, wo er landen könnte, vielleicht in der deutschen Bundesliga. Und jetzt in Tirol, ja, ist Rapid Wien für mich der Favorit, weil WSG Tirol eben 11 von 15 Ligaspielen verloren hat, 5 von 7 Heimspielen verloren hat und zu Hause allein schon 16 Gegentreffer kassiert hat. Und deswegen sage ich, Sieg Rapid Wien in Verbindung mit unter 4,5 Toren, also erneut ein knapper Sieg. Und dafür bekommen wir eine Quote von 1,98. RB Salzburg zuletzt knapper 3:2-Sieger gegen Hartberg zu Hause, aber unter der Woche einen Zähler geholt bei Real Sociedad San Sebastian in der Champions League. Jetzt sind sie Gastgeber für Wolfsberg. Du hast den 3:2-Erfolg von Salzburg gegen Hartberg angesprochen. Überragender Mann auf dem Platz für mich war Oskar Kluch, ein junger Israeli, Mittelfeldspieler. Loch Ein Tor erzielt, ein heißt Tor. er. Kloch, okay. Danke dafür. Ein Tor erzielt, ein Tor vorbereitet. Deswegen mal wieder einer der wichtigsten Spieler gewesen bei Salzburg in dieser jungen Salzburger Mannschaft. Und jetzt geht es gegen Wolfsberg. Und Wolfsberg hat wirklich sehr viel Selbstvertrauen zuletzt getankt, haben dreimal in Folge gewonnen. Und Salzburg hat eben noch dieses Auswärtsspiel in der Champions League in den Knochen. Das heißt, es wird keine einfache Aufgabe für Salzburg, zumal Wolfsberg in 7 Auswärtsspielen erst eine einzige Niederlage kassiert hat. Und deswegen gehe ich hier auf den Tipp Wolfsberg plus 2. Das heißt, sie dürfen das Spiel mit maximal einem Torunterschied verlieren. Und dafür gibt es eine Quote von 1,80. Klagenfurt empfängt Hartberg. Genau, Carsten, das war nur eine kleine Anekdote. Und der ist eben Trainer von dem TSV Hartberg. Und Hartberg auf Platz 4 momentan sicherlich die größte Überraschung der laufenden Saison. Sie haben nahezu alle Auswärtsspiele gewonnen, die nicht gegen die Top 3 absolviert wurden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt auch in Klagenfurt wieder 3 Punkte mitnehmen, weil Klagenfurt eben nur 9 der insgesamt 24 Punkte zu Hause einsammeln konnte. Deswegen kleiner Überraschungstipp, 2,37 Sieg Hartberg. Da haut er mal wieder ein kleines Glöcklein raus, ja, vor dem Advent. Jetzt haben wir als letztes Alltag gegen Austria Lustenau und Lustenau kann einem ja eigentlich nur leid tun. Du sagst es, Lustenau hat in 7 der letzten 8 Ligaspiele kein Tor erzielt. Das zum einen. Zum anderen haben sie noch keinen einzigen Saisonsieg gelandet in 15 Anläufen, 3 Unentschieden, 12 Niederlagen. Und das einzig Positive, was es eigentlich zu sagen gibt, ist, dass sie jetzt gegen Alltag spielen. Und auch Alltag hinkt natürlich den Erwartungen ein Stück weit hinterher, wobei sie 10 Punkte mehr auf dem Konto haben als Lustenau. Aber auch Alltag in 6 der letzten 7 Spiele ohne eigenen Torerfolg. Dafür funktioniert defensiv ein Stück weit besser von Alltag. Und auch das Hinspiel ging bereits mit 3:0 an Alltag. Deswegen sehe ich Alltag auch in der Favoritenrolle und haue nochmal die höchste Quote des Tages raus. Eine 2,75 für den Heimsieg von Alltag ohne Gegentor. Okay, also das war Marcel, der Piefke für die Admiral Bundesliga und zur Erinnerung, 6 von 6 war die Ausbeute am letzten Wochenende bzw. am letzten Spieltag. Hier ist die Übersicht der 6 Spiele und wir wünschen euch ein tolles und angenehmes Wochenende.